Ein Kriegsheld, der kein Held ist bzw. kein Held sein möchte. Eine Nation mit gespaltener Seele. Männer wie Rambo werden von einigen verehrt, aber von vielen auch verachtet. Er ist eine entfremdete, missverstandene Figur, die hier in diesem Film von so gut wie jedem gemieden und geächtet wird. Neid, Missgunst, Ungerechtigkeit. Ein riesiges Survival-Messer, eine M60 und die totale Entladung aufgestauter Wut. Herzlich willkommen in der Welt des John J. Rambo. First Blood, wie Rambo im Original heißt, ist auf den ersten Blick ein wirklich guter Survival-Actioner. Und hoffentlich spätestens auf den zweiten Blick ein unter die Haut gehendes Drama, das tief in die Seele der USA und vor allem auch der Veteran nach dem Vietnamkrieg blicken lässt. Der Film, der probiert, ihnen eine Stimme zu geben. Sie sollen sich gehört fühlen. Sie sollen sich halbwegs verstanden fühlen. Weil bei denen ist es so, hey, wir sind Patrioten. Man hat uns irgendwo angelogen und mit falschen Versprechungen in irgendeinen Krieg geschickt. Und nur nach unserer Rückkehr, da fühlen wir uns in unserem eigenen Land nicht mehr zurecht. Die Geschichte rund um den Veteranen John James Rambo beginnt aber erst nicht mit dem Film, sondern bereits schon 10 Jahre vorher. Am Anfang war das Buch First Blood, geschrieben von David Morrell und 1972 veröffentlicht. Morrell war damals Englischprofessor an der Universität von Iowa. Unter seinen damaligen Schülern, da befanden sich dann einige Rückkehrer aus dem Vietnamkrieg. Sie waren dann aber aufsässig, sie rebellierten und sie konnten sich dann einfach nicht anpassen. Und Morrell, der hörte ihnen zu. Und ihre Geschichten waren es, die ihn unter anderem zum Roman inspirierten. Im Vergleich zum späteren Film ist die Figur Rambo im Roman das, was sie auch im Krieg war, nämlich eine Tötungsmaschine, die aufgrund eben einer posttraumatischen Störung nie den Weg zurück in ein normales Leben gefunden hat. Diese tatsächlich ziemlich blutrünstige Geschichte, die wurde ein voller Erfolg und sie wurde sogar in über 30 Sprachen übersetzt. Und es dauerte dann auch nicht lange, bis die ersten Filmstudios wegen den Rechten bei Morrell anklopften. Selbst in Italien wurde der dortige Schauspieler Tomás Milian auf den Roman aufmerksam und wollte irgendwo gerne diese Figur spielen, aber die italienischen Produzenten, die wagten sich dann nicht an die Rechte. Milian benannte dann zumindest seine Filmfigur im 1975 erschienenen Flash Solo Rambo. Das Studio Columbia Pictures, das sicherte sich dann auch kurz nach Erscheinen des Romans die Rechte für $175.000. Die Dreharbeiten, die waren dann sogar für den Dezember bereits angesetzt. Regie sollte ein Richard Brooks führen und Lee Marvin oder auch ein Burt Lancaster waren für die Rolle des Sheriff Teasel im Gespräch. Das Projekt, das wurde dann aber aufgrund des immer noch anhaltenden Vietnamkrieges auf Eis gelegt. Columbia verfolgte dann das Projekt nicht weiter und irgendwann einige Zeit später wanderten dann die Rechte für $125.000 zu Warner Brothers. In den darauffolgenden Jahren, da gab es dann etliche Drehbuchentwürfe und das Projekt wanderte insgesamt durch unzählige Hände. Es gab dann in dieser Zeit dann auch die verschiedensten Ideen, wer Rambo spielen könnte. Robert De Niro, Clint Eastwood, Steve McQueen, Al Pacino und viele, viele mehr wurden genannt. Ja, sogar der Name John Travolta fiel. 1977 wurde dann ein ziemlich endgültiges Skript dann verfasst, das zu dieser Zeit dann das begehrteste in ganz Hollywood war. Erneut versuchte man nun also den Film zu realisieren, diesmal mit John Frankenheimer als Regisseur. Das Projekt geriet jedoch wieder ins Stocken und erst 1981 wurden dann endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Mario Casar und Andrew G. Weiner, die suchten nach einem guten Filmstoff für ihr allererstes Projekt für ihr neues Studio Carolco Pictures. Interessant dabei, Casars Patenonkel, der war ein Banker in Frankreich und er gewährte den Jungs dann auch ein Darlehen, was dann enorm bei der Finanzierung des Films half. Man kaufte nun also die Filmrechte von Warner ab und zwar für $375.000 und weitere $125.000, die gab man dann für Skript aus. Als Regisseur wurde jetzt dann nun Ted Kotcheff gewonnen und er war derjenige, der Sylvester Stallone für die Rolle des Rambo ins Gespräch brachte. Stallone selber, der sagte dann auch überraschenderweise ziemlich schnell zu und zu dieser Zeit, da saß er sogar noch am Schnitt von Rocky 3. Er war dann auch maßgeblich an der Überarbeitung des Skripts beteiligt. Stallone war derjenige, der die wilde Figur John Rambo irgendwo bändigte. Und er hatte dann auch die Idee, ihn zum Schluss des Films überleben zu lassen und dass er auch niemanden im Film umbringt, jedenfalls nicht absichtlich. Der berühmte Monolog, den er am Ende dabei hält, der war dann irgendwo eine Verschmelzung verschiedenster Aussagen, die Stallone von Veteranen gehört hatte. Und er wollte das Ganze dann irgendwo bündeln und die Quintessenz dieser Aussagen irgendwo wiedergeben. Und zwar desillusionierte Veteranen, als mögliche Helden in den Krieg verabschiedet, als Monster und Babymörder jetzt wieder empfangen. Rambo sollte ja ursprünglich sterben, aber Stallone, der machte sich dann einfach Sorgen. Hey, welches Signal sollte Rambos Tod an die
traumatisierten Veteranen senden, dass nur der Tod die Erlösung wäre? Schwierig. Er wollte vermitteln, dass es trotzdem noch Hoffnung gab. Am Anfang der Produktion und auch während der Dreharbeiten, da fühlte sich Stallone noch nicht so wirklich wohl. Diese Art von Film, die war jetzt für Stallone irgendwo Neuland. Und außer seiner Figur Rocky, da hatte er auch keine wirklichen weiteren Hits vorzuweisen. Und er hatte dann die berechtigte Sorge, dass wenn dieser Film jetzt dann auch floppen würde, dass das für ihn ein Karriereaus bedeuten könnte. Aber mit fortlaufendem Dreh fand er immer mehr Gefallen an der Rolle und er verschmolz mit Rambo. Brian Dennehy, mit dem Stallone bereits bei Fist zusammengearbeitet hatte, wurde als Sheriff Will Teasel verpflichtet. Im Film, da wird dann auch so dezent sein Neid auf den Vietnam-Veteranen Rambo angedeutet. In einer Szene mit Teasel sieht man nämlich im Hintergrund Kriegsabzeichen. Er diente nämlich im Koreakrieg, aber dessen Veteranen, die werden in den USA irgendwie allgemein übersehen, während in seinen Augen die Vietnam-Veteranen zu viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und wegen diesem Neid ist dann Teasel weniger gut auf Rambo zu sprechen, als wenn er jetzt wirklich nur ein Landstreicher gewesen wäre. Die Figur des Colonel Samuel Troutman sollte von Kirk Douglas gespielt werden und er war am ersten Drehtag sogar noch mit dabei. Douglas wollte aber, dass die Änderungen von Stallone irgendwo wieder rückgängig gemacht werden und auch dann eigene Ideen wieder mit einbringen und er setzte den Machern irgendwo die Pistole auf die Brust. Entweder es wird so gemacht, wie ich es möchte, oder ich bin raus. Er war dann raus. Und der wunderbare Richard Creener wurde dann daraufhin als Colonel Troutman besetzt. Übrigens sehen wir in diesem Film auch einen jungen David Caruso als Hilfs-Sheriff. Gedreht wurde dann von November 1981 bis April 1982 in Kanada im Fraser Valley. Das Wetter, das war anfangs ungewöhnlich warm. Später dann auch tatsächlich arschkalt mit ordentlich Schneefall, was dafür sorgte, dass man auch für einen Monat die Produktion dann stoppen musste. Die schönen Tage konnten dann immerhin für den Dreh verwendet werden, in denen Rambo in der Anfangsszene seinen Kameraden Dalmore Barry aufsuchen möchte. Insgesamt ging es jetzt beim Dreh wirklich extrem rau zur Sache. Man muss mal bedenken, Stallone, der fährt etliche Motorradszenen selber nur im Tanktop bei wirklich arschkalten Temperaturen. Er liegt in anderen Szenen dann in einem eiskalten Fluss, stolpert dann in einer anderen Szene fast diese berühmte Riesenklippe runter, er war da aber immerhin gesichert. Das Segeltuch übrigens, das Stallone sich hier in diesem Film überstreift, das war keine Requisite, sondern wurde tatsächlich dort vor Ort gefunden und wanderte nach dem Dreh dann auch in den privaten Besitz von Stallone. Während dem Dreh, da kam es dann auch immer wieder zu diversen Verletzungen. Stallone renkte sich mal die Schulter aus. In einer anderen Szene, da brach er sich auch eine Rippe, nämlich als er auf diesen Ast knallt, nachdem ein Stuntman vorher diesen berühmten Klippensprung gemacht hatte. Brian Dennehy, der brach sich ebenfalls eine Rippe und zwar bei der Szene im Finale, als dann erst ein Stuntman vom Dach in das Polizeirevier reinspringt und Dennehy war dann derjenige, wo dann auf den Schreibtisch knallte. Und generell gab es etliche verstauchte Finger und Knöchel und so weiter. Der erste Rohschnitt des Films, der war dann ungefähr 3,5 Stunden lang und Stallone, der fand diese Fassung furchtbar und erneut sah er irgendwo seine Karriere aus. Um den Film dann aber doch noch gut verkaufen zu können, wurde eine 40-minütige Präsentation zusammengeschnitten, die alle wichtigen Punkte des Films bereits irgendwo enthielt und diese Fassung, die wurde dann Kinobetreibern, Kritikern und auch ausländischen Verleihern vorgeführt. Diese Präsentation, die kam an und auf einmal verkaufte sich der Film wie geschnitten Brot, vor allem ins Ausland. Und Stallone, der sah jetzt dann auch das Potenzial des Films, wenn er nur auf eine akzeptable Laufzeit runtergeschnitten wird. Am Ende wurden dann aus den 3,5 Stunden Laufzeit 93 Minuten. Und trotzdem funktioniert dann diese endgültige Fassung auf allen Ebenen genauso, wie es sich die Filmemacher gewünscht hatten. Die Szene im Wald zum Beispiel, in der Rambo jetzt in den Guerilla-Modus übergeht und einen Cop nach dem anderen kampfunfähig macht, die dauerte ursprünglich 1 Stunde. Am Ende blieben dann nur 12 Minuten übrig, aber es funktionierte trotzdem hervorragend. Vom Finale wurde dann übrigens, wie ursprünglich auch geplant und wie es ja auch im Roman passiert, eine Version gedreht, in der Rambo stirbt, nachdem er Selbstmord mit Troutmans Waffe macht. Doch nach bescheidenen Testvorführungen entschied man sich dann doch für das bekannte Ende. Weitere Kürzungen betrafen dann eine Szene, in der Rambo an gute Zeiten während des Vietnamkrieges zurückdenkt oder auch bei der letzten Unterhaltung im Polizeirevier zwischen Teasel und Colonel Troutman. Dieser schlägt ursprünglich tatsächlich auch irgendwo vor, wie man Rambo eine Falle stellen kann und ihn somit auch töten kann. Das wiederum, das verstörte dann Teasel extremst und er guckt dann Troutman nur an und meint, hey, was seid ihr Armeeleute bitteschön für Typen, dass ihr bereit seid, eure eigenen Leute zu töten? Das hätte irgendwo den, sagen wir mal, väterlich rüberkommenden Charakter Troutmans dann auch zu sehr verändert und deswegen entschied man sich, das eben rauszunehmen. Dann komponierte noch ein gewisser Jerry Goldsmith die unverkennbare Filmmusik, die zum einen sehr militärisch daherkommt und auf der anderen Seite wirklich
tieftraurige Klänge in sich trägt. Der Film First Blood startete dann am 22. Oktober 1982 in den amerikanischen Kinos und wurde zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres. Bei einem Budget von etwa 15 Millionen Dollar spielte er weltweit 125 Millionen Dollar ein. Er war dann übrigens dann auch der erste Hollywood-Blockbuster, der 1985 in die chinesischen Kinos kam. Und dort wurden dann insgesamt 76 Millionen Kinotickets verkauft, was bis 2018 den Rekord darstellte an verkauften Kinotickets für eine Hollywood-Produktion. First Blood erhielt gemischte bis positive Kritiken. Er sei technisch richtig stark und eine sehr gute und auch sensible Abhandlung über die Folgen traumatisierender Kriegserlebnisse. Laut Stallone liebte auch der damalige Präsident Ronald Reagan den Film. Und darauf weiterführend meinte er dann auch, Rambo wurde mit der Zeit ein Symbol für eine chauvinistische, rechtsgerichtete Macht. Ich schätze, damit meint er vor allem die Sequels, was ich persönlich aber nicht wirklich so sehe. Und mehr dazu dann zu den zukünftigen Videos zu den Fortsetzungen. Deutscher Kinostart war der 6. Januar 1983. Also der Film, der hat vor einigen Tagen bei uns 50-Jähriges gefeiert. Der Film startete übrigens dann auch mit einer 16er-Freigabe. Allerdings waren die ersten VHS-Fassungen von Marketingfilmen für den Arsch. Abgedunkelt und völlig unverständlich auch geschnitten. Laut OFDB war die deutsche Erstausstrahlung im TV am 26.12.1990 auf RTL. Und im Vergleich zur VHS war die Erstausstrahlung wohl auch tatsächlich ungekürzt. In den Folgejahren lief der Film dann auch regelmäßig an den Feiertagen, vor allem an denen gegen Ende des Jahres. Und wenn wir schon dabei sind, Rambo spielt sogar so um die Weihnachtszeit rum. Und eben aus diesen beiden Gründen, weil er öfters an Weihnachten lief und dass er eben zu Weihnachten spielt, ist er für mich persönlich tatsächlich auch ein Weihnachtsfilm. Neben den TV-Ausstrahlungen konnte man den Film erst seit 2000 ungekürzt auf einem physischen Medium erwerben, nämlich der DVD von Kinowelt. Und einige Zeit später brachte Kinowelt dann auch die allererste ungekürzte VHS heraus. Bevor wir jetzt zur Handlung kommen, an dieser Stelle noch der wichtige Disclaimer. Like doch das Video, wenn es euch gefällt, und für alle, die noch nicht haben, auch sehr, sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Hilft mir ungemein weiter und dafür schon mal vielen Dank. Vietnamkriegsveteran John Rambo streift durch die USA und will seinen alten Kameraden Delmar Barry aufsuchen. Frohen Mutes nähert er sich dann dessen Anwesen und dort ist dann seine Frau, die gerade Wäsche aufhängt. Rambo stellt sich ihr vor als Kamerad von Delmar und sie sagt ihm aber, dass er den Krebs vom Krieg mitgebracht hatte und daran gestorben ist. Rambo ist nun völlig niedergeschlagen. Er zieht daraufhin weiter und kommt dann beim kleinen Ort Hope an. Der dort ansässige Sheriff Will Teasel hat jedoch gewaltig was gegen Leute wie ihn. In seinen Augen eben Landstreich und er fährt ihn dann auch aus der Stadt wieder raus. Rambo, angepisst von Teasels Ansichten, läuft aber wieder zurück Richtung Stadt. Teasel verhaftet ihn und auf dem Polizeirevier, da kommt es dann zu ersten Misshandlungen gegen Rambo. Diese wecken in ihm dann traumatische Erinnerungen an den Vietnamkrieg. Er war dort nämlich auch schon Gefangener des Vietcong. Er überwältigt die Polizisten, er flieht aus dem Polizeirevier, schnappt sich ein Motorrad und düst damit in die Wälder rein. Teasel mit dem Polizeiauto ihm hinterher, er kommt aber nicht sehr weit. Nun beginnt eine groß angelegte Fahndung mit Hunden. Rambo wird dabei immer mehr in die Enge getrieben und zum Schluss muss er sich sogar eine Klippe runterstürzen. Ein Hubschrauber, in dem dann auch Deputy Gold sitzt, der Rambo auch überhaupt nicht leiden kann, macht ihn dann ausfindig. Gold will Rambo erschießen. Rambo wirft dann daraufhin einen Stein auf den Helikopter. Dieser gerät ins Wanken und Gold stürzt in den Tod. Sheriff Teasel findet kurz darauf dann die Leiche seines Freundes und Partners und ist nun voller Rachegefühle. Die Suche, die wird nun noch weiter intensiviert. Doch Rambo, der die fiesesten Guerillataktiken drauf hat, setzt einen Cop nach dem anderen außer Gefecht, tötet sie aber nicht. Auch Sheriff Teasel schnappt er sich und er redet ihm ganz scharf ein. Er hätte ihn ganz leicht töten können. Und wenn Teasel nicht von ihm ablässt, dann gibt er ihm einen Krieg, den er niemals verstehen wird. Aber die Jagd, die hört natürlich nicht auf. Es wird sogar ein riesengroßes Medienereignis. Die Nationalgarde wird ebenfalls mobilisiert und auf einmal taucht ein Colonel Troutman auf. Rambos ehemaliger Ausbilder und Kommandeur. Troutman sucht nach einer friedlichen Lösung. Und nachts über Funk nimmt er dann Kontakt zu Rambo auf, da dieser vorher einem Polizisten ein Funkgerät entwenden konnte. Rambo antwortet sogar. Er und Troutman sprechen miteinander, aber Rambo erklärt ihm,
dass sie es waren, die das erste Blut vergossen haben und er sich nur gewehrt hat. Und kurz darauf schaltet er dann das Funkgerät ab. Rambos Standort konnte aber relativ genau ermittelt werden und Nationalgardisten machen sich jetzt nun auf den Weg. Sie finden ihn bei einer alten, verlassenen Mine und es kommt dann dort zum Kampf. Und einer schießt dann sogar mit der Bazooka auf die Mine. Der Eingang stürzt ein und die Nationalgardisten sind sich sicher, dass sie Rambo getötet haben. Er ist jetzt aber lediglich dann darin eingesperrt und muss sich nun einen Weg rausbahnen. Und nach vielen Strapazen findet er dann endlich einen Ausgang und kommt an eine Straße. Und dort fahren dann auch gerade die LKWs der Nationalgarde vorbei. Er springt auf einen der Laster, der voll beladen mit M60 Maschinengewehren ist, zwingt den Fahrer auszusteigen und rast nun zurück Richtung Hope, um seinerseits dann dort mit Teasel abzurechnen. Rambo zerlegt dabei die halbe Stadt und er nutzt dann auch das Chaos, um unbemerkt in das Polizeirevier einzudringen, in dem sich Teasel verschanzt hat. Er findet ihn und er verletzt Teasel schwer. Das Revier ist dann kurz darauf vom Polizisten umzingelt und Rambo hat nun eigentlich keine Chance mehr irgendwie abzuhauen. Bevor Rambo jetzt aber Teasel endgültig töten kann, taucht rechtzeitig Colonel Troutman auf. Der will dann Rambo überreden, aufzugeben, aber der denkt nicht mal im Traum daran. Der ist immer noch voll im Kampfmodus. Kurz darauf bricht Rambo jedoch zusammen. Schlimme Erinnerungen an seine Freunde, die jetzt im Krieg gestorben sind, die kommen hoch und er lässt bei Troutman sämtliche angestaute Trauer und sämtliche angestaute Wut in einem wirklich ergreifenden Monolog raus. Am Ende sieht Rambo ein, dass er weder den Vietnamkrieg gewinnen konnte, noch diesen hier. Und er stellt sich der Polizei und Abspann. Meine erste Begegnung mit der Figur Rambo, die hatte ich als Kind. Ich war da so 7 oder 8 Jahre alt. Und ich kann mich dann auch erinnern, dass ich jetzt zu dieser Zeit neben den He-Man-Figuren mit diesen kleinen Plastiksoldaten gespielt habe. Und es war dann so, dass ich wirklich nur zu gern Armeen an Plastiksoldaten aufeinander losließ. Also das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und überhaupt, findet man solche Figuren noch? Werden die heutzutage überhaupt noch verkauft? Und dann eben in diesem Alter zum ersten Mal Rambo schauen. Wow, ein Mann, der misshandelt wird, der sich lediglich wehrt und dann von Hunderten gejagt wird und am Schluss es allen heimzahlt. Ich meine, welcher junge Kerl wollte damals nicht ab und zu mal auch ein Rambo sein? Beziehungsweise hatte Fantasien, dass er genauso reagieren würde, falls er mal in eine ähnliche Situation kommen würde. Also ich habe den Film dann als Kind und als junger Teenager dutzende Male schon gesehen gehabt. Bis ich dann irgendwann so, keine Ahnung, mit 16, 17 bemerkte, Moment, irgendetwas ist anders an diesem Film. Nee, an dem Film war überhaupt nichts anders. Es war mein Kopf, mein Hirn, das langsam reifte und irgendwo begriff, hey, das ist nicht nur eine simple Action-Rache-Story, da steckt noch verdammt viel mehr drin. Stallone beschreibt es im Audiokommentar zum Film selbst am besten. Rambo ist ein modernes Frankenstein-Monster, das eben vom amerikanischen Militär erschaffen wurde. Und wir wissen, dass Frankensteins Monster eben auch eine sehr, sehr tragische Figur war. Aber es gab noch viel mehr Parallelen. Frankensteins Monster wurde fallen gelassen, ebenso wurde Rambo von seinem Schöpfer, also dem amerikanischen Militär fallen gelassen und dann auch noch von seiner Heimat. Man möchte Personen wie ihn am liebsten aus dem kollektiven amerikanischen Bewusstsein streichen. Man denke dabei nur an den Monolog am Ende, in dem Rambo dann sagt, im Krieg war ich verantwortlich für Ausrüstung im Wert von 1 Million Dollar und nun kriege ich nicht meinen Job als Parkwächter. Wie Frankensteins Monster ist Rambo auch ein einsamer Mensch, der keinen Anschluss findet. Zum einen, weil er es wahrscheinlich selbst irgendwo verlernt hat, zum anderen, weil nun große, große Teile der Gesellschaft ihn eben meiden. Wie Frankensteins Monster ist Rambo hier im Film anfangs gutmütig, wird dann aber von einem wütenden Mob gejagt und wandelt sich nun nach und nach zu etwas Schrecklichem. Und hierbei ist dann auch die Szene wichtig, in der sich Rambo durch die Höhle wieder an die Oberfläche kämpft. Er war zwar vorher schon irgendwo allein, aber hier, da ist er komplett vom Rest der Welt abgeschnitten. Nur er und seine Gedanken in der Dunkelheit mit Ratten. Diese Szene ist irgendwo wie ein Initiationsritus zu sehen. So ein Initiationsritus hat er ja jetzt ursprünglich die Aufgabe, Jungen in die Welt verantwortungsbewusster erwachsener Männer aufzunehmen. Bei Rambo bewirkt es ein bisschen was anderes, nämlich so etwas wie eine vermeintliche Wiedergeburt oder eine vermeintliche Katharsis. Rambo schöpft nämlich aufgrund dieser strapaziösen Reise durch die Höhle, durch seinen Geist, durch seine Ängste neue Kraft. Er ist nun fokussiert, er ist klar und für ihn persönlich
ist es nun eindeutig, wer jetzt die Dämonen sind, denen er sich stellen muss. Ganz plump gesagt, das amerikanisch extrem kapitalistisch geprägte System, dessen Mechanismen ja mit dazu beigetragen haben, dass ein junger Mann wie er einfach so an den Arsch der Welt geschickt wird, in den Dschungel und dort in einem Krieg kämpfen muss, der nicht mal sein eigener ist. Und gegen diese uramerikanischen Symbole des Kapitalismus rebelliert Rambo jetzt. In Hope, da zerschießt er Einkaufsläden, er jagt Tankstellen in die Luft. Und zum Schluss, da zerschießt er noch das Polizeirevier, das symbolisch für das US-Militär steht, das Rambo ja erschaffen hat. Im Vergleich zum Vietnam-Desaster, wo Rambo eben nicht gewinnen konnte, will er jetzt wenigstens diesen seinen eigenen Krieg hier in Hope gewinnen. Trotzdem ist ein Sieg auch diesmal unmöglich, wie uns in den letzten Szenen mit Troutman bewusst wird. Und Rambo dann völlig zusammenbricht und nun dann seine eigentliche Katharsis, seine Reinigung erlebt. Er lässt nun los und damit lässt er auch zu. Nämlich, dass jahrelang angestaute Gefühle aller Art endlich aus ihm herausbrechen und er zumindest für diesen Moment dann nicht mehr Tötungsmaschine ist, sondern ein Mensch. Rambo bzw. First Blood ist aber eben nicht nur tiefsinnige Charakterstudie und Spiegel der amerikanischen Gesellschaft, vor allem zu der Zeit. Der Film ist eben auch ein 1A Action- und Survival-Film. Das Tempo, das ist super. Das Setting, das ist großartig. Man spürt die Kälte, man spürt irgendwo die moosbewucherten, rutschigen Steine. Man fühlt den Nebel und man friert sich bei den Regenschauern wirklich als Zuschauer den Arsch ab. Und eben in diesem Umfeld den Krieger zu erleben, das ist genauso großartig. Man denke jetzt nur zum Beispiel an die Szene, in der Rambo jetzt im Guerilla-Style einen Kopf nach dem anderen ausschaltet. Generell ist Stallones Darstellung dieser Figur so passend, wie sie nur sein kann. Er bringt die Physis eines Kriegers mit und hat dann in seinen Augen eben diese Stallone-typische Schwermut, diese Traurigkeit, die dann aber eben perfekt zu seiner Darstellung der Figur Rambo passt. Die paar praktischen Effekte, die sind ebenfalls super. Man denke jetzt nur an die eine Szene zum Beispiel, in der er sich da selber zusammennäht. Kleine Anekdote dazu. Stallone wollte an diesem Tag mal testen, wie authentisch diese Wunde denn wirklich ist und in der Mittagspause ging er dann zur nahegelegenen Notaufnahme. Er hat dann dort nach Schmerzmitteln gefragt, aber blieb dabei irgendwie ziemlich cool und die Krankenschwester, die konnte es nicht glauben. Die dachte nämlich wirklich, diese Wunde ist echt und wie kann dieser abgebrühte Typ hier vor mir noch so gelassen bleiben bei so einer riesigen Wunde. Es war dann für Stallone eben so dieses Check, die Wunde sieht geil aus. Alle weiteren Schauspieler, egal ob jetzt ein Richard Creener als Troutman oder ein Brian Dennehy eben als Sheriff Teasel, die sind ebenfalls großartig, wie soll ich es anders sagen? Und man muss sich das einfach mal überlegen, trotz nur 93 Minuten Laufzeit bekommen dann diese Figuren die Zeit, die sie brauchen, um sich zu entfalten. Und dann eben die Action des Films. Die ist wunderbar geerdet und sie wirkt mindestens genauso echt wie die rauen Wälder und die Klippen des Films selbst. Ach und habe ich übrigens schon den Soundtrack von Jerry Goldsmith erwähnt? Einer der besten Filmscores aller Zeiten. Fakt. Es braucht keine 150 Minuten, um eine grandiose Story zu erzählen. First Blood mit seinen gerade mal 93 Minuten Laufzeit beweist eben genau das. Keine unnötigen Twists auf Twists auf Twists, sondern eine Geschichte, eine Reise, die vorwärts und unter die Haut geht und dabei alles abdeckt, das für einen guten Film wichtig ist und ganz nebenbei, aber trotzdem mit voller Absicht, eine zutiefst psychologische Ebene abhandelt, nämlich dieses Vietnam-Trauma Amerikas und vor allem der Veteranen. Last Blood hat mich nach dieser erneuten Sichtung auf eine emotionale Achterbahnfahrt geschickt und wegen der schnörkellosen und brillanten Inszenierung, den wunderbaren Figuren und Rambos Reise durch die Psyche, durch die Seele Amerikas ist er in meiner Gunst wieder enorm nach oben geschossen und ich vergebe zum ersten Mal, seit ich diesen Kanal jetzt habe, die volle Punktzahl 10 von 10. Und nun bin ich auf eure Meinung gespannt. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren für alle, die noch nicht haben. Und hier habt ihr noch ein bisschen Videofutter von mir. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut.